Die Stadt Straubing kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Nachdem am Sonntag erster Herzogstadtlauf war und am Freitag Ministerpräsident Markus Söder beim Festakt 800 Jahre Neustadt Straubing hier war, ist heute gleich seine Stellvertreterin Ilse Aigner da. Mit gleich drei Richtsprüchen wurde der Neubau des Navareums am Montag bei strahlendem Sonnenschein feierlich eingeweiht. Auch mit dabei der bayerische Baustadtsekretär Josef Zellmeier sowie die stellvertretende Ministerpräsidentin und Bauministerin Ilse Aigner. Beide freuen sich darüber, dass die Fertigstellung des Navareums nun nach knapp 2 Jahren Bauzeit in greifbarer Nähe ist. Ja, das Navareum soll dazu dienen, dass man dieses sehr komplexe Gebilde der Energiewende darstellt auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen. Das richtet sich an alle Bevölkerungsschichten, aber vor allem natürlich an Schülerinnen und Schülern, dass sie das im Rahmen des Unterrichts auch besuchen sollen. Ja, ich bin ja nicht bloß Baustaatssekretär, sondern zuständiger Abgeordneter. Ich bin natürlich besonders stolz, weil wir ja in der Vergangenheit auch kämpfen mussten, dass das so schnell kommt. Wir hatten ja die Zusage damals vom Minister Brunner, aber dann hat es Verzögerungen gegeben und wir haben ja massiv dafür gekämpft, dass das schnell vorwärts geht und ja, das haben wir erreicht. Jetzt steht es da und ist, ja, kann man sagen, fast fertig und das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Das Navareum gilt als bundesweites Vorzeigeprojekt in Sachen erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe. Für die Region Straubing natürlich eine bedeutende Einrichtung. Die bayerische Staatsregierung hat entschieden, die gesamte Bevölkerung mitzunehmen auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, wo wir mit einer neuen, genügsamen Zufriedenheit nach dem Motto weniger ist mehr mit unseren Ressourcen etwas bewusster umgehen in Zukunft. Für Nahrung, für Energie, für Rohstoffe, das gehört ja alles als Lebensmittel irgendwie zusammen. Ich denke, dass das eine der Schlüsselherausforderungen unserer Zeit und auch der nachfolgenden Generationen ist, dass wir Ökonomie und Ökologie in ein kluges Verhältnis zueinander bringen. Also die Dinge so zu organisieren, dass sie wirtschaftlich tragfähig sind, aber dass sie auch so laufen, dass sie nicht die Chancen der nachfolgenden Generationen völlig verbauen. Und da haben wir noch eine ganze Menge vor uns, das wissen wir ja, das spüren wir ja im Grunde auch. Und wir haben uns hier vorgenommen, Modellregion auch zu sein, mit diesen Einrichtungen, die der Freistaat hier in Straubing konzentriert. 28 Firmen und 16 Planungsbüros sind nun seit rund 5 Jahren mit dem Konzept des Informations- und Erlebniszentrums beschäftigt. In dem 2450 Quadratmeter großen Neubau entstehen verschiedene Ausstellungen und Events zum Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Das Besondere an dem Gebäude: Holz steht bei der Bauweise im Vordergrund und wird damit selbst ein Teil der Ausstellung. Es war ein Konzept von Anfang an, dass das Gebäude die Themen nachwachsende Rohstoffe und erneuerbaren Energien transportiert. Die Besucher, die hierher kommen, sollen sich hier auch über diese Trends im Bauen informieren können und diese innovativen Bauweisen auch besichtigen können. Der Freistaat investiert insgesamt 25 Millionen Euro für das Vorzeigeprojekt. Bis zur Eröffnung gibt es im Schaufenster Navareum in der Straubinger Fraunhofer Straße schon einmal einen Vorgeschmack. Ab Mitte 2019 beginnt der Einbau der Ausstellung und Mitte 2020 soll das Navareum dann eröffnet werden.